Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley mit Jeta und Jenisa. Moin. Ja. Ja. Genau das. Wir haben Sommer und eigentlich bräuchten wir mehr Felder. Und wir brauchen eine Scherbe. Wir brauchen nicht mehr Felder. Doch. Nein. Und ganz, ganz viel. Ein Kaulbarsch. Brauchen wir noch Kaulbarsch? Ich glaube nicht. Ein Kugelfisch? Blaubarsch? Blaubarsch haben wir doch gebraucht, oder? Glaub schon. Blaubarsch, Kugelfisch und Kaulbarsch. Warte mal. Was war das hier? Ah, das waren die Teile. Ein Blaubarsch. Okay, brauchen wir noch. Glasaugenbarsch. Sandfisch. Blaubarsch und Tigerforelle. Ein Blaubarsch. Ne? Ja. Ein Blaubarsch. So. Haben wir den auch schon mal. Für diesen Gelb fällt das sowieso nicht mehr auf. Nee, warte. Haben wir oben noch irgendwelche Kronen, die ich noch mit aufmachen muss? Ist also schon wieder 14 Uhr. Ja, Jesus. So viel zu tun hier. Ich mach mal nicht mehr als Beschäftigung zu Willi ran. Ja, mach das mal. So, Willi will's wissen. Ich kann ihm wieder Geschenke machen. Hier brauchen wir nur drei Äpfel und den Strauß farmen. Dann müssen wir eigentlich mal googeln. Oh, das wollte ich nicht aufmachen. Ja, packen wir alles da rein. Geh wieder raus. So. Habe ich eigentlich so Schluck auf Ferien? Ist das? Keine Ahnung, ist die zu kalt? Nee. Oh Scheiße, ich wollte doch eigentlich auf Klo gehen in der Pause. Oh Mann. Na, das kann ich dir jetzt nun nicht sagen. Deswegen habe ich ja gesungen oder so, dass ich da pissen muss. Na, nein. Ich wollte ja unbedingt weiter aufnehmen. Ja. Mehr Sternfrüchte wären geil, also mehr. Was? Achso, du weißt das. Ich sah bloß jemanden aus dem Bild auf einmal rausrennen. Also Früchte, die am goldenen Stern angehängt sind. Sieht so aus, als wenn da irgendwas dranhängen würde. Wenn ihr willst, was ist denn? Toyota. Ich mag nicht mehr angeln. Obwohl eigentlich ist die beste Stelle ja oben, ne? Muss oder so. Fluss, Ozean, Wald, also Teich. Ich weiß. Aber lohnt sich das jetzt noch? Weil wir haben 17.50 Uhr. Ja. Ein paar kann ich ja wohl noch machen. Ein Steinbruch. Hallo Steinbruch. Habt ihr hier irgendwelche besonderen Scherben? Nein, natürlich nicht. Will nie will's wissen. So. Ein Forellenbarsch.
und Silber. Und eine Alge. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Ein Zwergwels. Weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Keine Ahnung. Werden wir nachher aus. Blum. Blum, 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 blum. Sehr schön. Ein Kaulbarsch. To the max. Yippie. Der scheint ein bisschen schneller zu sein. Vielleicht haben wir Glück und es ist mal was anderes. Nein, es ist wieder ein Zwergwels. Oh, viel haben wir auch nicht mehr davon. So. Wir müssen jetzt meine Leute das mal eben angucken. Denn ich muss auf Klo. Ja. Kann man ja nun mal nichts gegen machen. Nee, ich muss schon so trinken. Dann muss ich gar nicht mehr machen. Ein Karpfen. Ein Karpfen, ein Karpfen. Ein Karpfen, 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 ein Karpfen, Karpfen, Karpfen. Du musst dein Mikro ausmachen. Karpfen, Karpfen, Karpfen. Nein, das passiert nicht. Alles gut. Gut. Karpfen, 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 Karpfen. Ich möchte diesen Karpfen haben oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ein Kaulbarsch. Jo. Jetzt beißen die. Oh, oh, der ist wild. Der ist wild. Okay. Ist das ein Aal? Es ist das ein wildes Ding. Das ist ein Kaulbarsch. Ein wilder Kaulbarsch. So ein wildes Ding. Dann kommt noch ein Fischi und dann kommen wir nach Hause. So, Fischi. So. Fischi anbeißen. Fischi beißt an. Ich habe mir ein Fobo Eistee geholt. Hm? Bubblegum. Ein Karpfen und ein neuer Rekord. Yay. Und jetzt haben wir nach Hause. Wir fahren nach Hause. Was ist das Ding? Wir wollen einmal zur Bushaltestelle. Es ist scheiße dunkel mit der Sonnenbrille auf der Nase. Aber sie ist cool. Das ist cool. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wundervoll. Ich würde mal sagen, schön für unsere Geldtasche, schlecht fürs Geschäft. Ja. Ja, ich weiß, wir sind müde. Halt die Klappe. Königin der Soßen. Ahnhornriegel. Yay. Dum dum. Ab ins Betty mit uns. Schon wieder was 10.000, ey. Oh, mein, sind wir gut in Sparen. Ja. 200.000. Yay. Nice. Kleiner Pimmel, ich würde meiner Frau gerne eine Sternfrucht zu unserem Jahrestag schenken. Gib vielleicht welche auf seinen Hof. Wenn du dir eine vorbeibringst, wäre ich dir sehr dankbar, Kent. Lass mich raten, du hast gerade alles verkauft. Nein, hast du nicht. Gut. Und auch noch eine Melone, ne? Eine Melone muss ich noch mitnehmen. Ich muss auch noch eine Melone mitnehmen. Warte mal, Sternfrucht für die Soldaten. Okay. So. 10 Gulden. Sashimi. Lauch. Hatten wir Lauch schon irgendwo?
musst du gucken, ob unten Lauch wächst. 25 der Schädelhöhle, weißer Thunfisch, wahrscheinlich. Ein so. Tintenfisch, ein Kürbis, eine Melone. Dimitrios möchte gerne die Melone haben. Violette Shorts. Ah ja, ich erinnere mich. Na gut, dann wollen wir heute mal ein paar Aufträge erledigen. Und das wäre jetzt noch richtig cool, wenn wir da noch einen Apfel hätten. Ein Apfel. Natürlich nicht. Yes. Ui, 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 ui. Hop, 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 hop. Was ist das? Mit dem ID, deswegen. Ich wollte gerade sagen, das sah so merkwürdig aus. Zu das ist Ding. Ach ja, ich muss ja noch die Dings da reinpacken. Hm, die Eier. Eier bei dem vergessen. Bup, bup, bup. Und die nochmal da rein. So. zack. So. Und zack. Und jetzt bringen wir mal kurz die Sternfrucht zu. Kennt. Und Dimitrios haben wir die Melone. Kennt steht irgendwo unten immer im Wasser, ne? Ich muss sie aber erstmal ansprechen, damit ich weiß, ob das auch, das auch ist. Stehst du nicht immer hier oben im Wasser? Da bist du. Warte, Kent, warte. Warte, 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 warte. Kent, hallo. Eine Sternfrucht. Kent, warte. Ah. So, wo genau steht Jody der am Wasser? Er läuft gerade nach Hause. Wo ist er zu Hause? Hier bei der Blauhaarigen daneben. Ich verfolge ihn, unauffällig. Da ist er gerade so, reingelaufen. Ah, Kent ist der Vater von Sam. Ja, stimmt. You are right. So, Dimitrios, wo bist du, du alte Schrapnelle? Moin, Abigail. So. Und wer war das jetzt mit der... Dimitrios. Da kommt er gerade. Was ist der? Dima. Oh. Der kommt gerade dann bedurft. Perfekt. Genau das hatte man vorher schon benötigt. Es wird mir schwer fallen, sie nicht zu essen. Vielen Dank. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier beim Dorfzentrum. Ach, beim Dorfzentrum, okay. Wohin geht der? Geht er auf den Spielplatz? Hier beim Springbund steht er jetzt. Oh. Gut. Und Office. Wird das auch erledigt. So. So, und den auch gleich mit einkassieren. Siehste, haben wir gut gemacht. So. Haben wir das auch mit fertig. Es ist immer lustig, dass wir uns die Aufgaben erst dann geben oder so, wenn wir ne, gerade durch sind mit den ja. Der Jahreszeit. Damit es auch ja sich alles anstaut. Mhm. Okay, wir müssen wahrscheinlich da in die olle Scheißhöhle, aber die Höhle ist so gefährlich. Mhm. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn wir Level 25 erreichen. Haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch nicht gemacht, ne?
Ich weiß es nicht. Also 9 Stück könnte ich machen, dass wir auf die 9. Ebene kommen. Aber das sind alle unsere Steine weg. Dann lass uns doch erstmal ein bisschen Mine machen und neue Steine erstmal besorgen. Dann mach erstmal die Dingsen, die fertig und dann gucken wir, wie viele Steine wir noch brauchen. Was soll ich fertig machen? Die Treppen? Ja. Und dann gehen wir normale Mine, holen erstmal wieder Steine. Also 9 Stück konnte ich jetzt tatsächlich machen. Na, pack die gleich in daneben in der braunen Kiste rein. Ja. Damit du die nicht. Nee, die nicht. Warte, ich nehme die Kiste hier. Nein, nee. Kann ich auch damit drin bleiben, ist ja egal. Na, wir brauchen haufenweise Steine. Wir brauchen jetzt. 14 Stück müssen wir noch machen. Also brauchen wir noch 1400 Steine. Ja, dann müssen wir alles hacken, was geht. Ab in die Minen. Ja, fangen wir einfach mal 5 an, ist ja egal, oder? Ja. So. Machst du die? So, ich geh da weiter. Hä? Lecker. Ja, hat er die jetzt nicht genommen. Manche kriegt man auch gar keine Steine raus. Nö. Ob das keine guten Minenaktivitäten sind, dann weiß ich auch nicht. Oh, die Jode. Sehr schön. Zumindest kriegen wir ja auch dann genug Kupfer. Steine bitte mit. Was hast du denn? Das hast du nicht zerschlagen. Ein Topaz kam da raus. Oh. Hier ist es. Eigentlich brauchen wir nur die Gruß immer zerschlagen, da wo immer 10 Stück rauskommen, oder? Kann ich nicht. Achso. Ich glaube, das ist sonst einfach zu viel Energieverbrauch. Tja. Aber muss halt sein. Oh. Mit einem Schlag war der hinüber. Ich habe die Leiter schon gefunden. Ich auch. Okay. Ich gucke jetzt noch mal kurz oben, ob da noch ein großer ist. Boah, ich nehm's. Oh doch, ist tatsächlich noch einer. Dann lass uns weiter nach unten gehen. 90 Stück. Hier ist aber viel Kupfer. Okay, Dings habe ich schon gefunden. Das kostet echt viel Kraft hier. Welche Größe bist du denn jetzt? Ich bin Level 9. Aua! Oh, Schuhe. Ich habe Schuhe gefunden. Nice.
Ja, das ist gerade ungünstig. Ungünstiger konnte es kaum sein. Oh, hoffen wir jetzt Leitern hier. Ich gehe schon mal ein tiefer wieder. Ah, okay. Schon wieder Ende. Ja, ich muss so. Oh, okay. Oh, ich nehme noch mal ein paar Quarze mit. Und dann komme ich auch mit hoch. Ist sowieso ja 22 Uhr. Wow. Habe ich einen aufs Maul gekriegt. So, schnell nach Hause. Bushaltestelle. Na gut, 128 Steine, also. Ja. Ich habe 89, glaube ich, oder so. Irgendwas war das. Ja. Was kann ich, wie viel brauchen wir? Ach, 99. Also, einen konnte ich wieder machen. Oh, ich habe einen Holzknüppel gefunden. Ui. Okay. Ui, ui, ui. Jura. So, Lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss. Tschüss.